Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Skyrim. Wir sind immer noch mit, natürlich Lydia und auch mit Orthorn in der Festung Dämmerlicht. Haben in der letzten Folge, oder in den letzten zwei Folgen, glaube ich, war es, unsere Seele geholt in unseren schwarzen Seelenstein. Und jetzt schicken wir uns an, in der Festung Dämmerlicht ein paar Bücher zu holen, die Orthorn in der Akademie von Winterfeste gestohlen hat. Bin ich ja mal gespannt, was uns da jetzt erwartet. Okay, jetzt nehmen wir wieder vorne den Seelenstein rum. Die Stadt der Steine. Oh, schauen wir doch mal rein. Söldnerleitfaden zu Markart. Blättern wir es mal durch. Und wir schauen natürlich mal kurz in die Kommode, wo natürlich ja nichts wirklich Tolles drin ist. Deswegen ziehen wir gleich mal unsere Waffe. Und schauen da mal rein. Holztür. Schwörer Lehrling. Eismarke eine Vize. Boah, irgendwas wird mit Feuer. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Feueratronach. Puh, ich wollte jetzt gerade hin und mir den vorknöpfen. Ah! Ach Mensch, der explodiert ja. Türen ins Reich des Vergessens. Das müssen wir uns auch gleich mal anschauen. Von Saif Ihidia. Aha. Jetzt irgendeine Reise und einen Beschwörer. Irgendwelche Türen. Weiß, was in Morrowind geschehen ist. Vielleicht soll ich doch mal die komplette Elder Scrolls-Reihe durchspielen. Um mit den ganzen Begriffen, Namen und so weiter vielleicht auch was anfangen zu können. Aber wie ihr ja wisst, bin ich eher ein Gothic-Fan. Denn ein Elder Scrolls-Fan. Wo ist der? Ah, da. So, dann liegt da noch ein Seelenstein. Und noch einer. Und noch einer. So, da ihr oben. Habt mich gerettet. Habt vielen Dank. Ja, das, ist ja recht. Mir gemacht hätten, ist ja gut, wenn ist ihr nicht das? Gekommen wäret. Ich helfe euch hier rauszukommen, versprochen. Ich will erstmal nicht hier raus. Ich will erstmal Schrein von Talos. Was konnte denn Talos nochmal? Talos Segen hinzugefügt. Was ist ein Talos Segen eigentlich? Aktive Effekte. Ah, Talos Segen. Ah, die Wartezeit zwischen Schreien vermindert sich um 0%. Ja, super. Da bin ich ja begeistert. Ich muss hier raus. Halt die Backen. Okay, ich glaube, jetzt ist mal langsam an der Zeit, dass wir mal, Moment, ran an die Bücher. Lass mal das mal wegmachen und ran an die Bücher einschalten. Müssen wir nämlich dann hier durch. Ist da jemand? Nö, nicht niemand. So. Sonst keiner mehr da.
Ja, nehmen wir mit. Sonst haben wir nicht wirklich was toll. Übrigens, das sieht toll aus, Lydia. Also, leeres Fass. Weißkappe. Oh ja, Weißkappe, Schuppenschwamm. Kohl. Großer Sack, ist Kohl drin. Ja, ansonsten haben wir hier, glaube ich, nichts mehr. Was ich mitnehmen lohnt, zumindest. Was hat es denn hier? Oder wen hat es hier? Niemand scheinbar. Wir haben in diese Kommode nichts Gescheites drin. Hier zwei Töpfe. Aber wir sind ja keine Köche, insofern passiert uns das jetzt nicht so. Ansonsten ist es hier im Moment gerade verdächtig ruhig. Med? Ne, Zauberer der Heilung nehme ich sofort mit. Aber wieder zwei Wege offen. Hier ist auf jeden Fall sonst keiner drin. Und so wie es hier durch den Nebel aussieht, dürfen uns hier wahrscheinlich gleich Skelette entgegenkommen. Habt ihr etwas gehört? Wie herkommen sollen. So, jetzt können wir Feuerarten noch gegen Feuerarten noch machen. Da oben sind sie. Ach du Schreck. So, Sturmmagier, wo ist denn der? Da war doch noch ein dritter. Ah, hat der Rest schon niedergemacht. Gut, sehr schön. Ich hätte fast schon gedacht, dass wir hier vielleicht, naja, nicht ganz so lebend rauskommen. Aber bisher ging es ja eigentlich ganz gut. Warum bin ich bloß hierher gekommen? Weil du ein Idiot bist. Ich kann es dir nicht oft genug sagen, glaube ich. Monomythos, aha. Da ist doch ein Seelenstein drin, oder? Todesblume geht auch. Nehme ich auch. Ansonsten im Schrank ist ein Glas drin. Ja gut, ist nichts, was mich jetzt interessieren würde. In dieser Kommode ist auch nichts drin für uns. So, was hast du dabei? Den nehme ich mit. Zauberbuch. Leichter Schutz. Ich glaube, das kann ich auch schon. Meine ich mich irgendwo dunkel zu erinnern. Gold, Lavendel, Zauberung der Illusion. Stab des Schutzgeistes. Ah, nehme ich gleich mit. Und du hast dabei Falkenschnabel. Oha, nehme ich auch sofort mit. Und dann schauen wir doch mal bei den Zutaten. Den wissen wir auch noch nicht, was er kann. Was kannst denn du? Anfälligkeit für Frost. Der Falkenstapel kann außer wiederherstellen. Das ist okay. Den Rest müssten wir eigentlich schon kennen. Ja. Den Rest kennen wir alles schon. Und hier was Nützliches drin. Ne, war aber zu erwarten. So, jetzt stehen uns hier 1, 2. Ich glaube, hier dürfte wohl keiner sein, oder? Ne, hier ist offensichtlich niemand. Wir nehmen auf jeden Fall mal mit den Seelenstein und den anderen Seelenstein auch. Quecksilberbahn nehmen wir auch mal mit. Wie töte ich einen Troll? Von, weiß man nicht, Finn. So, auf jeden Fall. Wir haben ja schon Trolle getötet. Was haben wir denn sonst noch? Der Mystiker Galerion. Von Askrim Kolskrek. K
kenne ich jetzt auch noch nicht, glaube ich. Wobei, bei der schieren Masse an Büchern, die wir schon gelesen haben. Verlorene Legenden. Von Talsgaard, dem älteren Archivar von Winterfeste. Das sollte vielleicht eins der Bücher sein, die ich ja leider nicht nehmen kann. Ach nee, Quatsch, das wollte ich doch gar nicht. Wenn ich so wüsste, welche Bücher ich eigentlich genau suchen soll. Drachenbaum, Lavendel, oh. Ungewöhnlicher Steine nehme ich mal mit. Sollen wir uns einen Schätzer bringen? Okay. Schauen wir uns gerade mal kurz. Nein, nicht das, sondern das. So, findet die schon Bücher. Mhm. Ja. Welche Bücher? Es wäre nicht unwichtig, glaube ich, den Titel zu wissen. So, dann schauen wir doch gleich mal noch hier rein. Die Bibliothek ist gleich hier. Wir sind bald am Ziel. Ah, okay. Schauen wir erstmal kurz in den Kleiderschrank und in den Sack. Aber war klar, dass Äpfel sind. Okay, dann würde ich sagen, speichern wir nochmal, bevor wir da hochgehen. Da dürfte nämlich der aktuelle Boss stehen, glaube ich. Nehme ich mal an. Er ist wahrscheinlich nicht ganz alleine. Okay. Und keiner da. Dann schauen wir doch mal. Da liegt auf jeden Fall ein Buch. Geist von Nirn. Ist die Frage, welche Bücher hatte er denn mitgenommen, ne? Geldbeutel nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Da liegt eine Laute rum. Kriegschranke, Trollschädel. Totenschädel, kein Trollschädel. Viele beschädigte Bücher. Aber keine Bücher, mit denen wir was anfangen können. Das ist ja doof. Wirklich nur beschädigte Bücher. Das finde ich aber nicht schön. Ich glaube, wir können uns hier das Suchen sparen. Das ist wohl nicht die Bibliothek, sondern nur ein beschädigter Raum. Also, ein hypothetischer Verrat. Ein Drama in einem Akt. Okay, lassen wir gleich mal weg. Achso, halt. Fällt gerade ein, ich hatte doch auch noch leichter Schutz, hatte ich doch noch mitgenommen. Kenne ich, Zombie wegen kenne ich auch. Und das war's. Dann würde ich sagen, wir können hier hoch und das war's. Würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal da in diese Richtung. Okay, es ist wohl noch ein etwas weiterer Weg, scheinbar. Wer hustet da? Puh. Ah, super.
Sturmmagier Lehrling. Schlüssel zur Festung Dämmerlicht. Sehr schön. Den haben wir noch gebraucht, auf jeden Fall. Schauen wir noch mal, was haben wir denn hier? Nichts. Lederhelm. Sumpfpilzschote nehmen wir auch mal mit. Beutel mit dem Dietrich, Gold und kleine Heilung. Sehr schön, kann man immer brauchen. Da der Schrank ist natürlich nichts drin. Holztür, Adept und Holztür. Ah, da geht es ja wahrscheinlich hoch. Dann würde ich sagen, gehen wir doch zunächst mal kurz in das, was wahrscheinlich ein Lagerraum ist. Ah. Ja, es ist scheinbar... Oh, was ist das? Schrein des Julianos, was auch immer der macht. Ich aktiviere ihn mal. So, dann schauen wir doch gleich mal nach. Aktive Effekte. Julianos Segen steigert Magier Kampf 25. Ich habe genau das, was wir als Nicht-Zauberer brauchen. Ah, den Teller wollte ich eigentlich gar nicht. Das Zeug ist ja eh nichts wert. Ich muss hier raus! Ja, bald. Bin ich mal gespannt. Lydia, kommst du? Und zwar so gespannt, dass ich gleich nochmal speichern werde.